Schwarzenbruck in Franken. Rund 8.400 Einwohner. Ein Schloss, beschauliches Fachwerk. Eine weltoffene Gemeinde im Nürnberger Umland. Bekannter Unternehmer im Ort ist Klaus-Peter Weber. Ein Unternehmer, wie ihn sich eigentlich jede Gemeinde wünscht. Er baut Wohnungen, spendet für karitative Zwecke. Zu seinem Geburtstag plant Weber sogar ein Benefizkonzert. Hier auf dem Festplatz soll Jürgen Drews auftreten, ein bisschen Ballermann in Schwarzenbruck. Und die Gemeinde will mitziehen. Der Bürgermeister verspricht Bierbänke und Zäune. Angestellte der Kommune sollen beim Aufbau helfen. Doch gegen diese Zusammenarbeit gibt es Protest. Grund dafür sind Webers Online-Aktivitäten. In Videos, die er regelmäßig veröffentlicht, wendet er sich vor allem gegen Flüchtlinge, das politische System und die Medien. Frau Merkel, erweisen Sie Ihrem Land, Ihrer Partei einen letzten Dienst. Danken Sie ab. Nehmen Sie den größten Teil Ihrer unfähigen Minister mit. Heute ein wichtiges Thema, und zwar unser Staatsfernsehen ARD und ZDF, in Klammern Propaganda. Und wenn ja jemand hier bei uns Schutz sucht und hat ein Messer dabei, muss er sagen, pass auf, tschüss, müssen wir uns verabschieden. Also ich halte diese Toleranz für krankhaft, dieses Verständnis, das muss ich offen sagen. Und wenn mich dann jemand als Rassist oder ausländerfeindlich bezeichnet, dann muss ich sagen, damit kann ich gut leben. Kai-Uwe Kuwerts lebt in Schwarzenbruck und verfolgt Webers Accounts schon lange. Die Themen und wie Weber darüber spricht, das alles kommt Kuwerts bekannt vor. Ich komme aus Dresden, ich bin geboren in Dresden, lebe dort schon seit langem nicht mehr, habe aber verfolgt, wie dort Pegida groß geworden ist, wie dort Pegida zu einer absoluten Spaltung der Stadt geführt hat. Selbst in meiner Familie gibt es eine Spaltung. Und ich hatte mir immer vorgenommen, wenn ich mal in die Situation komme, wo sowas Ähnliches in meinem Umfeld auftaucht, da unbedingt was dagegen zu unternehmen. Und der Weber hat sich quasi daran erinnert? Der Herr Weber hat mich sicher mit seinen Aussagen sehr daran erinnert. Das sind dieselben Kernaussagen, die auch Pegida vor sich herträgt. Und das fand ich ist schon sehr ähnlich. Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Weber geht für Kuwerts zu weit. Er möchte früh reagieren, macht auf die Videos aufmerksam. Auf Kuwerts Initiative werden Webers Äußerungen auch im Rathaus zum Thema. Dort fasst der Gemeinderat zwei Beschlüsse. Das Konzert soll nicht aktiv unterstützt werden und der Gemeinderat distanziert sich einstimmig von den Inhalten der von Herrn Peter Weber geposteten Videos und Äußerungen. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein, doch Weber nimmt den Beschluss des Gemeinderats nicht hin. Er sei schließlich kein Rechter, die Gesellschaft sei bloß nach links gerückt. So lasse ich das sicherlich nicht auf sich beruhen. Es wird so sein, entweder gibt es eine Entschuldigung und eine hundertprozentige Rehabilitation meiner Person, meines Rufes, meiner Firma. Meine Fachanwälte sind eingeschalten. Ich sage es ungern, aber die Möglichkeiten, die ich da habe, die werden den Betroffenen wehtun. Seine Möglichkeiten nutzt er, auch im Internet. Schämt euch, schreibt er an die Gemeinde. Bringt es in die Welt hinaus, ruft er seine zahlreichen Follower auf. Und die Weber-Anhänger liefern. Ich hoffe, dass ihr alle untergeht im Sinne des Volkes. Solche Menschen brauchen wir heute nicht mehr in Deutschland. Oder es wird Zeit, dass mal wieder Köpfe rollen. Auch ganz real gibt es Drohungen. Krass, muss man allerdings sagen, sind Zettel an der Tür gewesen bei Gemeinderäten, wo dann drauf stand, ich würde in Zukunft durch den Türspion schauen, bevor ich die Tür öffne. Also es hat, glaube ich, auch sehr viele falsche Menschen mit angesprochen. In Schwarzenbruck möchten deshalb nur wenige mit uns sprechen. Der Ort wirkt verunsichert. Lokalpolitiker Mario Rubel hat klar Stellung gegen Weber bezogen und wird besonders heftig angegriffen. Volksverräter, du wirst nie wieder rückschlafen, wir kriegen dich, Schluss mit lustig. Was geht einem da durch den Kopf? Angst. Also ganz, ganz simpel und kurz gefasst, es war tatsächlich Angst, nicht so sehr um mich persönlich, aber um meine Familie. Weber sieht die Verantwortung für den Shitstorm weniger bei sich. Schließlich sei ja er angegriffen worden, auch durch Äußerungen von Mario Rubel. Dann rufe ich natürlich Leute auf den Plan und ganz normale Bürger, die dann sagen, Moment, wie geht denn der mit uns um? Das sind wir doch nicht. Also wir müssen schon Ursache und Wirkung schon unterscheiden. Das heißt also, wenn jemand das so reinsetzt, dann hat das natürlich eine Kettenreaktion, ruft es hervor, die nicht durch mich hervorgerufen würde. Und wenn Sie mich jetzt fragen, glauben Sie, dass Sie Herrn Rubel benannt haben?
Der Rubel hat sich selber in Fokus gesetzt. Der Druck von rechts wirkt. Plötzlich möchten weder CSU noch SPD etwas mit ihrer eigenen Distanzierung in der Gemeinderatssitzung zu tun gehabt haben. Die Begründung ist bemerkenswert. Ja, man kann es fast als Blackout bezeichnen, möchte ich schon sagen. Also wir persönlich, also von der CSU habe ich zu dem ganzen Thema nichts gesagt, weil ich seine Post nicht bewerten konnte, ob jetzt da was Schlimmes dahinter ist. Schließlich geben die Gemeinderäte nach. Peter Weber bekommt, was er will. Die Fraktionssprecher und der SPD-Bürgermeister entschuldigen sich bei ihm. Der Bürgermeister geht sogar noch einen Schritt weiter. Gemeinsam mit Weber dreht er ein Video, das Weber auf seinen Kanälen veröffentlicht. Ja, sehr geehrter Herr Weber, lieber Peter, ich bedauere sehr, dass wir heute zu dieser Form der Erklärung greifen müssen, um Dinge richtigzustellen. In der Gemeinderatssitzung am 4.6. kam es leider zu einer Entscheidung, die ich bedauere und für die ich mich entschuldigen möchte. Für den grünen Gemeinderat Wolfgang Hubert ist das unverständlich.